Hallo, wir sind heute wieder bei Tatort Tischlerstube. Tatort Tischlerstube, das ist geheim. Ja, ich bin heute da bei Manuel nicht eingebrochen, sondern ausgebrochen. Er hat gesagt, er hat ein Problem, das Schloss geht nicht. Gut, das erste ist ein bisschen Öl in den Zylinder, ist nicht gegangen. Gut, dann hat der Manuel den Zylinder ausgebohrt, ist auch nicht Mit gegangen. Spezialbohren. Ja, vom Papa, zwei hat er abgebrochen. Psst, das ist geheim. Dann haben wir die Schraube, die den Zylinder hält, abgebohrt, dass der Zylinder ganz rausgeht und wollten dann mit der Den Bauschlüssel. Bauschlüsselsatz aufsperren. Ist auch nicht gegangen. Gut, dann hat der Manuel jemand angerufen, der sich auskennt bei den Toren. Der konnte uns auch nicht Denn wir weiterhelfen. wollten es schon zerlegen, eigentlich, die Elemente. Ja, vielleicht haben wir gedacht, wenn das geht, geht das vielleicht raus. Ist auch nicht gegangen. So, jetzt haben wir eine wilde Variante nehmen müssen. Wir haben mit der Flex dann eingeschnitten. Genau. Wir hatten zum Glück genau dieses Schloss hier. Hier ist die Distanz zwischen Zylinder und Dorn 93 mm und die Tiefe des Schlosses ist 45 mm. Und sowas hatten wir hier, das haben wir hergehalten, haben genau angezeichnet, wo es weggeschnitten gehört. Und der Erich zeigt euch jetzt das Teil hier. Ja, Das haben gut. wir weggeschnitten. Und ja, viel Schaden ist ja nicht entstanden. Wir werden da nur eine kleine Aluleiste draufkleben hier. Genau, warte, Erich, ich zeige nur das hier schnell. Hier sieht man das, wie es weggeschnitten wurde. Es ist eigentlich nicht viel Schaden. Hier kommt eine neue Aluleiste drauf und die Dichtung. Ja, vielleicht kann der Manuel irgendwo biegt mal eine Ja. drauf. Und dann, ja, vielleicht weiß jemand eine bessere Lösung. Vielleicht konnten wir jemandem helfen. Darfst du es mich auch filmen? Ja, Ja, Entschuldigung, Erich. ja, du machst, sagst auch immer Ja, Filme. Entschuldigung, Erich. Vielleicht haben wir jemandem helfen können. Vielleicht bekommen wir noch einen besseren Tipp, aber der Schaden ist hier nicht groß. Von außen sieht man überhaupt nichts und herinnen, ja, es ist Genau. Gott sei Dank nur im Manuel sein Ja, Tor. und wir brauchen nur eine 15 mm breite Aluschiene kaufen und die kleben wir hier drauf mit beidseitigem Klebeband. Und beim nächsten Mal können wir ganz einfach, wenn wir den Schlüssel vergessen haben, schneiden wir in Zukunft, wenn wir den Schlüssel vergessen haben, schneiden wir in Zukunft immer die Türe auf. Genau, Go. passt. Und was noch wichtig ist zu sagen, wir haben schon kurz vorher bemerkt, dass das Schloss irgendwie ein paar Probleme hat, haben uns gedacht, das machen wir schon. Wenn wir das gleich gewechselt hätten, wäre das eine Arbeit gewesen von 3 Minuten. Jetzt war es eigentlich relativ aufwendig. Im Vergleich zu 3 Minuten war es aufwendig. Ja. Und wir haben beschlossen, wir wechseln jetzt prinzipiell, wenn wir spüren, dass ein Drücker oder ein Schloss irgendeine kleine Schwachstelle hat, wechseln wir Schloss, Zylinder, Drücker, Tor, Haus, Gebäude, Ortschaft, Gemeinde, Kontinenten. Wir wechseln komplett alles. Bis auf die Freundin. Bis auf die Freundin, die wechseln wir Okay. nicht, die wechselt uns. Wir sagen danke, tschüss, Papa, bleibt uns gewogen, stellt euch aber nicht auf die Waage, der Erich hat 2 Kilo Ah, zugenommen. du zahlst heute Ah, Mittagessen. okay, super, haha, das finde ich überhaupt nicht lustig. Na ja. Also du hast mir geholfen. Na ja, Ah natürlich. ja, Mahlzeit, Erich. Danke. Tschüss. Tschüss.